Das ist ein Spiegel-Titelbild von, ich glaube, 1974. Da hat man sich offenbar in Deutschland Gedanken darüber gemacht, ob Mengenlehre krank macht. Und zwar deswegen, weil die Mengenlehre damals in den Grundschulen unterrichtet wurde. Das ist eine Zeit, die an Ihnen vorbeigegangen ist. Vor den 70ern, beziehungsweise vor Anfang der Ende der 60er, war es so, dass man in der Grundschule in dem, was man heute Mathematik nennt, einfach Rechnen gelernt hat. Ne? Da hat man das kleine 1x1 gelernt, addieren, subtrahieren und so weiter und so weiter. Und später dann die schwierigeren Dinge, genau wie heute auch. Und zwischendurch gab es aber mal eine Zeit, die kam von einer Bewegung aus den USA, die da New Math hieß, also neue Mathematik. Und da war die Idee, dass man den Kindern, bevor man ihnen Rechnen beibringt, Konzepte der Mengenlehre beibringt. Da gab es dann halt auch so hier so kleine Klötzchen, mit denen man Dinge gemacht hat, und dann wurden da also Mengen zusammengebaut, und man hat über solche Dinge gesprochen wie Vereinigung und Durchschnitt und so. Und die Idee war, wenn man diese Grundlagen verstanden hat, dann kann man das, was danach folgt, wesentlich besser verstehen. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Das kann aber, es muss jetzt gar nicht unbedingt so gewesen sein, dass das von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Man hat es sicherlich auch nicht lange genug probiert, weil nämlich dann relativ schnell ziemlich viel Widerstand von den Eltern kam. Das Problem ist nämlich immer dann, wenn die Eltern merken, dass sie ihren Schülern in der Schule nicht mehr helfen, ihren Kindern in der Schule nicht mehr helfen können, dann gehen die auf die Barrikaden. Und weil die Eltern die Mengenlehre nicht kannten, haben die gemerkt, dass sie schon in der Grundschule ihren Kindern nicht mehr helfen können. Das fanden die nicht lustig. Und darum, wie Sie sehen ja an diesem Titelbild hier, kam es dann zu diversen Dingen, die im Endeffekt dazu geführt haben, dass der Matheunterricht an der Grundschule dann wieder zurückgedreht wurde auf den Stand von vorher. Wir werden uns jetzt aber mit Mengenlehre beschäftigen, und vielleicht sollten wir uns mal kurz überlegen, deswegen habe ich Ihnen das Titelbild eigentlich gezeigt, warum man sowas überhaupt gemacht hat. Also der Grund, warum man sowas gemacht hat, ist, dass die Mathematiker gesagt haben, die Mengenlehre ist die Grundlage der gesamten Mathematik. Mengenlehre ist das, wenn man damit anfängt, worauf man den gesamten Rest der Mathematik aufbauen kann. Und weil man auf der Mengenlehre die gesamte Mathematik aufbauen kann, darum, das war der Schluss damals, wäre es doch vielleicht auch aus pädagogisch-didaktischer Hinsicht sinnvoll, mit der Mengenlehre anzufangen. Das ist aber eine Sache, die vielleicht dann doch nicht ganz richtig ist. Aber was wir zumindest mal im Kopf behalten sollten, ist, die Mengenlehre ist die Grundlage der Mathematik in dem Sinne, und das ist für uns das Wichtigste, dass sie die Sprache der Mathematik ist. Also wenn wir darüber reden, dass wir sowas wie eine Fachsprache lernen, dann ist es ganz, ganz wichtig, die Fachsprache insbesondere der Mengenlehre zu lernen, weil darauf alles Weitere aufbauen wird. Das ist der Hauptgrund, warum wir das tun werden. Und ich hoffe, es wird keiner krank werden, sonst können Sie sich vielleicht nochmal diesen alten Spiegel hier durch.